Hallo und herzlich willkommen. Wir machen eine Meditation zum Thema Glücklichsein. Schaffe dir ein glückliches Seelenhaus. Es ist unsere Körper oder Leiber, nicht nur einer, wir haben ja verschiedene. Und unsere Energie, Prana, Lebensenergie, soll uns mit Energie erfüllen. Im Kundalini nennt man es Kundalini-Energie, wo hochsteigt und dergleichen. Und ich lache deswegen, du wirst es gleich merken, was in mir steckt, ist dieser Impuls der Freude. Und du wirst es genauso erleben, wenn du genau diese Schritte machst, die ich dir jetzt erkläre. Bevor du weiterschaust, stopp das Video und unten in der Beschreibung findest du einen Link zu meinem Blog. Ein bisschen mit Text, Inhalt zur Vorbereitung und einem Überraschungsvideo. Schau es dir an, vielleicht kennst du es ja auch, dann weißt du ja, wo es hinzielt. Das heißt, zu was unser Geist oder unsere Fantasie, unsere Gedanken, der Mensch fähig ist, ist sicher eine sehr interessante Erlebnis, ein sehr interessantes Erlebnis, wenn du es noch nie gesehen hast. Und dann komm zurück und dann machst du folgende Übung. Zur Meditation mit diesem Gefühl nach diesem Video, wo du gesehen hast, brauchst du eigentlich nicht mehr viel. Nur deinen Atem, die Augen schließen, alles um dich herum fernhalten, was dich ablenkt. Dann gehst du genau in dieses Gefühl hinein, was du da erlebt hast. Du wirst lachen, du wirst Freude haben, du wirst glücklich sein. Erlebe es nochmal in deinem Innersten. Sieh diese Energie der Freude und des Glücklichseins in deinem Herzraum, dein Herzchakra und lass es hinausströmen. Es wird da ganz warm ums Herz. Und diese Energie kann sehr ansteckend sein, wenn du das mit anderen auch machst, auch in deiner Familie, mit Freunden, mit Partnern. So, komm mal her. Und schau dir mal das Video an und dann zeigst du zuerst das andere Video. Ich will jetzt nicht nennen, das soll eine Überraschung sein. Und dann machst du gleichzeitig vielleicht die Übung, brauchst du es vielleicht nicht mal. Automatisch ist jeder gut drauf. Und jeder geht in dieses Glücksgefühl hinein, er lacht und ist lustig und kommt in seine Kraft und seine Freude, in sein Glücklichsein hinein. Wie lange es anhält, ist eine andere Geschichte, durch unser tägliches Erleben in unserer Menschenwelt, so nenne ich es mal. Aber du kannst es immer wieder wiederholen. Vor allem, wenn es mal nicht so gut fühlst, dann sagst du, okay, jetzt mache ich das, schalt ab und hol mir ein bisschen Glücksgefühl. In diesem Sinne bin ich neugierig auf dein Feedback. Und wünsche dir viel Freude und eine schöne Zeit, damit du dein Seelenhaus auch mit dieser Kraft und diesem Glücklichsein erfüllen kannst. Es ist deine Wahl. Okay, bis zum nächsten Video. Danke und tschüss.